Wir befinden uns einmal wieder in der heißen Phase vor dem Abitur und wer nicht fragt, bleibt dumm. Deshalb fragt doch mal den Staat. Auf Frag dem Staat gibt es eine Kampagne mit dem Titel Verschlusssache Prüfung. Ich schau mal an, was dahinter steckt. Verschlusssache Prüfung hat sich zur Aufgabe gemacht, die Aufgaben und Lösungen der vergangenen Abschlussprüfungen öffentlich zugänglich zu machen. Warum? Na, damit man da besser lernen kann und sich darauf vorbereiten kann. Und ich habe das Glück, ich bin in Niedersachsen. Dort steht, die Aufgaben sind bereits öffentlich. Viele Länder haben auch Teile der Aufgaben öffentlich gemacht. Wenn euer Land noch nicht dabei ist, könnt ihr das über diese Kampagne selbst anfragen. Ich klicke jetzt einmal auf Niedersachsen und komme dann mit einem weiteren Klick zum Abiturportal. Auf dem Abiturportal finde ich nun die Aufgaben von 2016 bis 2020 für alle möglichen Fächer zum Download. Hier gibt es auch ein paar rechtliche Hinweise und dann lade ich das einfach als ZIP-Archiv herunter und kann dort wunderbar mit üben. Ich komme auch anders auf die Seite, nämlich direkt über den niedersächsischen Bildungsserver NIBIS. Wenn ich also auf nibis.de bin, kann ich einmal auf die Vorgaben klicken. Dort gibt es nochmal die curricularen Vorgaben und wenn ich dann auf Zentralabitur klicke, bekomme ich dort viele Hinweise, aber auch Rechtsaufgaben der vergangenen Jahre und ein Klick bringt mich auf die gleiche Seite. Das Schöne ist, wenn ich hier auf beispielsweise das aktuelle Zentralabitur 2021 klicke, bekomme ich natürlich noch alle möglichen Hinweise, die ich zusätzlich brauche, wie beispielsweise die Operatoren. Operatoren sind ja die Arbeitsanweisungen, die mir sagen, was ich machen soll. Ein Tipp, schaut doch einmal in die Operatoren und markert in den Aufgaben vom letzten Jahr alle Operatoren, damit ihr seht, welche Arbeitsanweisungen enthalten sind. So, ich hoffe, das hilft euch weiter. Wenn ihr nicht in Niedersachsen seid, wie gesagt, unterfragt den Staat, könnt ihr selber an der Kampagne teilnehmen. Und wenn ihr in Niedersachsen seid, viel Spaß mit den Aufgaben, viel Erfolg mit dem Abitur.